voll ab die ganze Zeit. Ja, ich habe auch gerade kurz aufgehört zu reden, weil ich aber so abgefuckt war, dass da auf einmal plötzlich einer rauskommt. Ach so. Was werfe ich ihm weg, damit ich Pilze mitnehme? Ich nehme aber auch gar keine Pilze mit. Ich transportiere einfach alles, was wir an wichtigen Sachen haben. Und bringen es in eine Behausung. Oh, guck mal, Kohle. Wo bist Aber denn du? der Abbaurhythmus bei Kohle ist immer noch derselbe. Das wird sich nie ändern. Ist dir das mal aufgefallen? I don't know what you mean. Wenn du Kohle mit einer Steinspitzhacke abbaust, ist die Geschwindigkeit immer. Habe ich noch nicht drauf aufgepasst. Wie bei Babysitten. Was ist denn los mit dir? That was nice. Ich habe nur irgendwie Bedenken, dass wir dann, wenn es dann soweit ist, hinten stehen. Da ist es eigentlich voll wack. Ich meine, klar, an sich wäre es wahrscheinlich trotzdem geil, aber ach, ich weiß nicht, bei ein letztes Mal war es halt vorne halt mega. Da Wovon war halt. redest du? Hä? Wovon redest du gerade? Von dem Konzert. Ach so! Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, wir schaffen es schon, wieder vorne zu sein. Wir freuen uns aber wieder mit irgendjemandem an, der uns nach vorne bringt. Ja, Mann. Das war Weißt du, letztes so. Mal, das war so Premium, Alter, ohne Scheiß, Mann. Jetzt können wir den Leuten erzählen. Wir erzählen das ja einfach allen. Oh nein! Erzähl mal. Oh nein, 12 Uhr, Junge, jetzt geht's ab. Es ist echt schon 12. Ach du Scheiße. Ja, erzähl mal, was da so los war in Köln beim Konzert von Kollega und Farid Bang. Das war ja in Köln. Wann sind wir da los? Wann wir los sind, so um 8:30 oder so. Alter, so früh schon? Krass. Ja, Bogdan hat ja bei mir gepennt und dann haben wir dich abgeholt. Ach ja, richtig. War die Kamera noch mit dabei und alles. Dann sind wir da hingefahren. Der Roadtrip allein war schon wieder mega. Das war richtig heftig, Mann. Damals, Dieses geile Wohnmobil, was einfach 5 Meter vor mir rausgefahren ist und ich von 200 auf 100 runterbremsen musste. Alter, das war so krank, ey. Ich Richtiger Wichser, Alter. habe schon so viele knappe Situationen erlebt, aber das war halt einfach. Ich kann mich wirklich nichts mehr so wirklich daran erinnern, was da jetzt genau passiert ist, aber ich glaube mich noch an was erinnert zu haben, dass das halt ultra knapp war. Und Es war auch ultra wir knapp. waren so knapp hinten drauf. Alter, was ist das denn für eine Konstruktion hier? Das ist aber physikalisch ein bisschen Eisen. Ja, hol mal, ich mach mal das mein Shader wieder an. Das ja, weißt du, vor allem haben wir denn, als wir dann so gebremst hatten und dann so wirklich so viel langsamer waren, haben wir den dann voll gehatet. Und als er dann wieder rüber ist und wir dann überholt haben, Alter, jeder von uns auf dem Mittelfinger. Ich weiß nicht, Weißt du, das, als wir so warum gebremst erinnere ich haben, mich alle so, daran nichts mehr so? ey, doch, doch, das war so, Alter. Das ist genauso wie gestern, als ich, ich habe ja mal bei einem Filmdreh mitgeholfen. Und da war, das ist auch so voll die geile Story. Die hatten da so eine Bar-Szene, wo die halt getrunken haben und so. Und einer ist dann halt quasi betrunken vom Stuhl gefallen. Und da war halt so eine Matratze hinten dran, also so ein aufgeblasene Luftpolster, also wie so eine Matratze, ne, die mit Luft aufpumpst und Ja, so. ich weiß schon, was du meinst. Und die lag da und wir haben das halt ein paar Mal gedreht, der fällt halt rückwärts runter und fällt da drauf. So, und ich war dann halt irgendwann mal da gestanden und wollte halt drüber springen und bin drüber gesprungen, aber bin mit dem Fuß an der Matratze hängen geblieben und bin so hart auf die Fresse gefallen. Alter, das war so phänomenal. Das hättest du sehen müssen, ey, das war so krass. Weißt du, ich spring drüber und du merkst, also ich habe halt nur gemerkt, wie ich mit dem Fuß hängen bleibe und einfach nur so einen mega Flug hingelegt habe und voll hingebrettert habe. Warte mal, kurze Unterbrechung. Wo bist du denn? Ich bin unten in der Höhle und guck da gerade ein bisschen rum. Ach so. Auf jeden Fall war ich dann halt da gelegen, bin dann halt aufgestanden. Ja, gut, Knie haben halt wegen weh getan, aber mir ging es halt voll gut. Dann haben die mich erstmal zu sagen, so, nee, ruh dich erstmal aus, hock dich mal hin und ich so, Alter, mir geht's gut. Weißt du, und das habe ich halt voll vergessen. Und dann hatten die da gestern so ein, ja, so ein quasi so ein kleines Theaterstück, wo ich halt auch mitgeholfen habe. Und irgendwie kamen wir Marcel. dann, ja? Lauf mal zurück, komm her. Lol. Fick dich. Ich Ja, hab's hast du halt auch nur tuffen mitgemacht. gesehen. Genau, und auf jeden Fall, wir kamen ins Gespräch und dann hat halt der eine gemeint, ja, so, ne, so wie wenn du wieder über Matratzen springst. Und da ich ja aktuell einen Verband habe, habe ich nur halt nach unten gezeigt und gesagt, ja, die Verletzung habe ich immer noch. Alter, das war so geil, ey. Ich hatte das halt voll vergessen, dass das überhaupt passiert ist.
Und dann hat er mich halt draufgebracht und ich denke mir so, ja, stimmt. Ist halt voll witzig, Junge, wenn du Sachen vergisst und wieder drauf. Alter, wie viel Kohle eigentlich noch? Ja, scheißegal, jetzt komm mal mit, Alter, ich will weiterlaufen. Nee, Mann, Kohle ist relevant. Oh. Für mich ist relevant. Ja, so wie der Simi, ne? Ja, wenn ihr so weitermacht, schafft ihr die Prüfung nie. Alle bestanden. Gut, mein Schnitt war jetzt nicht der allerbeste, aber... Was hat das denn für einen? Also im Quali war ich bei 2,25 oder so. Da warst du sogar besser als ich. Ich hatte nämlich im Quali 2,75. Ich weiß es echt nicht. Ich hab's nee, so ich hatte bei beiden 2,7, ohne zu lernen für irgendwas davon. Da war das 2,57. Ich habe so keine Ahnung mehr, ne? Ich bin voll raus. Und beim Mittelreifer war ich, glaube ich, bei 3,75, 3,5, irgendwie sowas. Also boah, hart, echt? Hard bad einfach nur. Mhm. Ich war halt echt nicht so gut. Aber es war mir. Guck mal, hier war das. Ja, Hauptsache bestanden, ne? Ja, eben. Es war mir dann relativ egal, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, Alter, was riecht denn die ganze Zeit so gut? Ich hasse es, wenn die Nachbarn Essen machen. Es sollte verboten werden, wenn ich nichts gegessen habe und die Essen machen. Guck mal, hier war das. Dieses nice, wow. Die nice Umgebung, die ich vorhin gesehen habe, hier mit dem Fluss. Guck, das Alter, sieht voll geil. Nice aus hier. Ja, warte mal. Ich geb dir mal irgendwas zu essen ab. Ich hab noch, danke. Oh. Aber guck mal, das sieht hier voll nice aus. Was? Hier, die ganze Umgebung. Mit dem dichten Wald und mit diesem Fluss, der da so in die Kurve fließt. Aber egal, Digga, lass mal weiterlaufen. LOL, Items schwimmen jetzt nach oben. Ja. Ha! Wo bist du denn? Underwater. Collecting some clay. Oh nein. Hä? Wo bist du? Da! Ah, guck mal, die Luftblasen heilen sich jetzt auch mal realistisch und nicht du gehst an Land und bist direkt aufgeheilt. Ja. Ja, und dann, Und dann überlegt man mal, wie unrealistisch die früher eigentlich waren. Guck mal, ich wollte jetzt schon wieder vollautomatisch direkt wieder nach unten. Ja, das ist bei mir aber auch so. So, ich habe jetzt 56 Clay. Hatte ich jetzt noch mehr davon? Na gut, jetzt reicht's aber. Scheiße, wo bist du? Hier im Wald einfach. I just killed a spider. Spider-Man. Does whatever a spider can. Alter, zwei Schluchten. Oh, ich habe jetzt Hilfe. Guck mal, jetzt hätte ich dich schon wieder versehentlich geboxt. Geil. Was denn? Hohes Gras angegriffen. Also muss ich halt mit der Axt fighten. Kann das sein, dass die mehr Schaden macht, aber eine niedrigere Angriffsgeschwindigkeit hat? Ja. Wo bist denn du? Ah, da. Lauf mir hinterher. Oh nein, ich bin schon wieder fast tot. We're gonna straight in this direction. Help. Junge, renn einfach mit, ey. So, ich hab mich geheilt. Willst du einen Goldapfel? Nee, alles gut. Ah, Junge, wenn wir wirklich mehr Menschen finden, Alter, das wäre so Premium. Hä? Neue Rezepte? Was? Achso, weil ich jetzt Strings hab. Wie beim Programmieren. Genau. Junge, wir werden so viel Essen brauchen. Ich jetzt Strings hab, wie in der Damenunterwäscheabteilung. Alter! Guck dir das mal an. Komm mal her. Komm hier hoch und guck einfach nur auf das Schwein. Scheiße. Ich hab's gerade mit One-Hit gemacht. Lass mal da lang weiterlaufen. Ne? Ich kann kein Fleisch mehr mitnehmen. Ja, Kaninchenfell brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Nee, kann man auch nur Leder draus machen. Ist nicht so relevant. Ach so, man kriegt Leder von Kühen und aus Kaninchenleder Kaninchenfell macht. Genau. Junge, jetzt haben wir den MSP schon erklärt. Was ist das? Creeper sind hier zwei. Nein, hier lacht gerade irgendwas. Könnte eine Hexe sein.
Weil hier gerade übelst die komischen Sounds von sind. Plötzlich so. Ja, ich hab's gerade auch so gehört. Vielleicht ist hier eine Höhle irgendwo drunter. Egal, lass weiterlaufen. Ich will mir die Nacht überbrücken jetzt. Junge, wo ist die? Safe irgendwo in der Höhle. Wie du gesagt hast. Nein, es laggt. Vorsicht, oh! Creeper! Final Hit. Kühe! Kill it. Junge, wie viel Lava sehen, Junge? Schon der dritte oder so, den wir jetzt sehen. Oh! Junge, Alter! Nein! Weißt du, du lässt ihn so aufladen, ne? Und ich lauf hin und er explodiert bei mir. Jetzt haben wir drei hochgehen lassen, einfach. Ja, hier ist noch passt. Einer. Wow! Alter. Ah! Junge! Boah, Alter, ich hab was im Auge, ey. Holy fuck. Oh, was ist denn, Alter? Junge, Junge. So, komm mit, wir laufen weiter. Erstmal Fuden. Badam, badam, bam, bam. Wow! Badam, bam, bam, bam. Bam, bam. Wir sind das perfekte musikalische Duo, wenn es um irgendwie dann Let's Plays geht. Ja, Mann. Na 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 na. Dieser Typ mit dieser Kapuze einfach. Ah, Mann. Wo bist du denn? Ich bin hier am Ufer. Ich bin bei dir, hallo. Lass mal da lang gehen, das sieht cool aus. Junge, ich bin einfach am Boden, wie krass. So nah war ich den Grafik bisher noch nie. Hey, das hat sich gerade. Alter, ich hatte gerade so einen Sound, das hat sich angehört, als würde einer mit einem Maschinengewehr schießen. So ein Tut-Tut-Tut-Tut. Ja, das ist, wenn sich. Das ist so ein Höhlensound. Als würde so ein riesiges Tor zugehen. So, es wird Tag, das ist sehr schön. Was haben wir eigentlich schon Produktives gemacht? Nichts. Ich glaube, das liegt an dir, Alter. Würde ich mit Andrew spielen, dann hätte ich jetzt schon drei Häuser gebaut. Ja, genau. Weil wir auch. Du bist ein schlechter Einfluss. Weil scheiße, mein Schwert ist broke. Sagt der Typ, der erstmal rumlaufen will und eine geile Location finden will. Sind hier überall geile Locations. Junge, gib mir mal bitte Backup, Alter. Ich habe kein Schwert mehr und mir laufen zwei Creeper hinterher. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Irgendwo auf einem Baum. Super, ich bin in einem Wald. Ey, es sieht mega nice hier aus, Alter. Haben wir das Creature. Bist du gerade bei dem Berg? Nee, ich bin ein bisschen weiter weg davon. Alter, der sieht halt schon bei mir sind aus. Zwei Hunde in der Nähe. Okay, ich habe halt zero Ahnung, wo du bist. Sag mir mal, wo du so bist. Ich hab so einen Berg vor mir, da läuft Wasser runter, da ist Schnee drauf. Ja, Schnee sehe ich auch da drauf, aber ich sehe kein Wasser runterlaufen. Warte mal, ich mach jetzt erstmal. Ein neues Schwerdi. Ey, du bist ein Zombie, du musst brennen. Also, es geht. Bist du. Yo, Alter, dieser eine Fuchs, sag ich schon. Dieser eine Wolf hatte gerade rote Augen. Ich dachte, der ist aggro auf mich. So, wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder unten, hab jetzt ein Schwert gemacht. Hast du den Creeper gerade gehört? Nee. What the fuck? Ich geh mal hoch auf Bäume. Ach, gerade auf Bäumen. Digga, wo bist du? Also ich bin jetzt direkt auf einem Baum neben einem Berg. Bist du auch auf dem... Da läuft das Wasser runter, was du gesehen hast. Okay, ich laufe mal in die Richtung, wo das war. Also hier sind lauter Birkenbäume, by the way. Ja, genau. Das sehe ich auch gerade. Und ich bin aber noch bei einem Eichenwald. Daneben ist direkt ein Eichengebiet. Dann komm ich mal auf dich zu. Aus welcher Richtung kommst du denn?
komme jetzt. Ich bin jetzt wieder über diesem Wasserfall, also ist es nicht da. Ich gehe mal auf den Berg hoch. Oh geil, man kommt Wasser jetzt halt mega schnell hoch. Das ist ja übelst angenehm. Das ist so viel besser als früher. Ohne Witz, Alter, ohne Witz. Lauf jetzt auch mal zu diesem Wasserfall. So, hier ist wieder Kohle. Junge, der kann die wieder nicht aufnehmen. Was ist denn das? Das laggt manchmal. Das ist bei Streams immer richtig krank, wenn da, wenn du Gronkh guckst und da hängt irgendwie der Stream gerade. Und du, die Leute schreiben einfach nur lag. Und du denkst dir, super, was bringt's? Ja, Mann. Also ich bin jetzt oben auf dem Berg drauf. Ah, da bist du, guck mal. Ja, ich hab dich schon gesehen. Junge, lauf mal da lang. Junge, hier sind eigentlich nur nice Spots, aber die sehen halt auch nur nice aus, wenn man mit Shader guckt. Ja, warte mal, ich mach mal meinen kurz an. Da unten ist ein Hexenhäuschen. Und Kühe sind da auch mächtig viele. Junge, ist das hell. Geht denn bei dir ab? Bei mir? Schlägst du dein Mikroarm gerade irgendwie tot? Nein, ich mach gar nichts daran, warum? Weil sich das gerade so angehört, als hättest du da zweimal gegengeschlagen. Junge. Ich bin jetzt aber auf diesem Berg drauf. Na ja, komm runter, ich bin unten. Ich laufe jetzt gerade zu diesem Hexenhaus. I don't see you. Never. Ach da. Da ist ein Hexenhaus. Oh, da sind doch unten Felder. Oh shit, oh shit, oh shit. What the fuck, wo da? Ich sehe nur das Hexenhaus, da ist die Hexe sogar. Wahrscheinlich ist das hier gar kein Hexenhaus. Ne, ist ein Dorf. Junge, wie viel Leben hat sie denn, ey? Ey, Digga, wo bist du? Aber wir sind wieder in die komplett andere Richtung gegangen. Ich gucke hier gerade, ob ich was looten kann. Oh, ich dachte gerade, ey, das sah fast aus wie Eisenblöcke, aber hier ist ein Schmelzofen. Nice, Junge, nimm mit. Der ist ja besser, ne? Hab ich gehört. Ja. Da, jetzt sehe ich das Dorf, wo du bist. Du bist wirklich auf der anderen Seite runtergekommen. Aber ich muss halt wirklich mal was phrasen, weil ich habe nichts. Aber da kann dir was geben. Da kann der Schmelzofen bestimmt helfen. Nee, da brauchst du einen Räucherofen für. Was? Der Schmelzofen macht bloß Erze. Der Räucherofen macht bloß Essen.